Titty. Ja, meine Jungs, mein Name ist Dena und heute spielen wir Pokémon Real Life in der kackbraunen Edition. Das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das haben mir die Jungs von Wild Titty geschenkt und haben gesagt, jo, Dena zockt das einfach mal. Und deswegen mache ich das. Aber jetzt fangen wir erstmal an zu spielen, bevor wir noch mehr solche schrecklichen Bilder sehen. So, auf geht's. Wer ist das denn? Hallo, herzlich willkommen in der Matrix, der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eichel. Ach, Professor Eichel, ja gut, hallo. Diese Welt wird von hässlichen kleinen Drecksplagen bewohnt, den Pokémon. Was für eine Bezeichnung. Manche nutzen sie als Haustier, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst, na, das möchtest du lieber nicht wissen, okay? Ja, will ich auch nicht. Wie lautet dein Name? Braun, Eschgesicht. Eschgesicht, das ist auch fresh. Das kann man eigentlich irgendwie nehmen. Irgendwas ändert es nicht, aber keine Ahnung. Wir sind ein Junge natürlich. Ein Junge. Ich meine, was soll man da irgendwie, soll ich das irgendwie beweisen oder was? Jetzt erzähle ich dir, dass du so ein Abenteuer lebst und so, aber das gibst eh alles weg, weil du nur spielen willst, bla bla bla, kurz gesagt, dann kommen wir. Ja, dasselbe unnötige Text bei jedem Pokémon. So, dann laufen wir mal hier aus dem Haus raus. Wir haben da irgendwie neben der Heizung genächtigt. Naja, wieso überhaupt? Okay, ich spreche nochmal mit der Rabenmutter. Du bist zwar erst 10, aber ich finde, du bist reif genug, um gegen Monster zu kämpfen, die Mafia zu besiegen und die Welt mit einem Fahrrad zu bereisen. Viel Erfolg! Danke, Mama. Du bist einfach die beste Mama der Welt. Und mit dieser Ansprache kann ich jetzt durch die ganze Welt laufen. Auf jeden Fall, wenn ich die Musik nur nicht so nerven würde. Kommt irgendwie von dem komischen Typen hier. Kann man den irgendwie ansprechen und hört auf. Das wäre irgendwie cool. Hallo. Amadeus, du findest meine Musik nicht gut. Du hast keinen Sinn für MIDI-Kunst. Das mag sein. Gehört zu MIDI-Kunst auch irgendwie so komisch rumzuhüpfen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die gehen wir lieber erstmal weg von dem. Ist das hier irgendwie ein Ortsschild oder so? Lass mal anschauen. Route 1 Alabastalia Oralia City. Wie viele sagen es richtig? Oh. Eiche sagt, mach mal langsam, Digga. Im hohen Gras lauern Ratten und Tauben, die dich brutalst niedermetzeln würden. Du brauchst erst ein Pokémon. Folge mir. Na gut, das war ja klar. Ich bin ja Pokémon und ich laufe durchs hohe Gras ohne Pokémon in der Kackbraun-Edition. Von daher laufen wir mal dem Eiche hinterher. Der wird irgendwie wahrscheinlich ein Pokémon für uns haben. Sonst hätte er uns nicht angesprochen. Außerdem ist das immer so. Ich kenne Pokémon. Ihr habt das schon mal gespielt? Ja, ja. So, Eiche, jetzt labere ich dich wieder zu, damit du dir deinen Daumen blutig skippen kannst. Okay, skip, skip, bla, bla. In jedem Spiel ist es dasselbe. In meiner Jugend, bla, ja, 90% YouTube. Lebens... Nee, warte, irgendwas anders. Egal. Ja, wird schon passen. So, dann suchen wir uns hier mal irgendwie ein Pokémon aus. Was ist denn hier drin? Die Mini-Kröte. Die habe ich schon im Screen am Anfang gesehen. Löwenzahn essen, fortpflanzen. Okay. Sah das nicht so interessant aus. Wen haben wir denn da? Dönermann, da Grillfeuer-Pokémon. Der kann sich im Kreis sehen und der riecht nach Zwiebeln. Ist eigentlich genau mein Ding. Ich würde sagen, den packen wir direkt mal rein. Auf jeden Fall mal einer. Was war hier im letzten Ding drin? Rocco, Homo Sapiens, Hobbys, Mistys, Busen? What the fuck? Holy shit. Haha, ich habe mich in einen Pokéball versteckt, weil ich gehofft habe, du würdest mich nach Oralia City zu Misty mitnehmen. Ja, die Schnecke geht mir einfach nicht aus dem Kopf, okay? Möchtest du Rocco den Lustigen mitnehmen? Nein, auf keinen Fall. Rocco, aber ich muss zu Misty, wenn du mein stärkstes Pokémon im Kampf bist, schenke ich dir ein Pikachu. Wenn nicht, nimmst du mich mit. Ja, Deal, okay. Machen wir den besiegen wir eh, das halt eigentlich. Kann irgendwie ja nicht viel schief laufen, den sollen wir locker besiegen. So, Rocco möchte kämpfen, wen schickt denn da hin? Rocco setzt Miley Cyrus. Nein! Oh Gott. Womit haben wir das verdient? So, Dönermann, schnell, jetzt aber Dönerschock. Bitte direkt mal einsetzen. Zack. Und mal schauen, wie ist er effektiv. Volltreffer! Jawohl! Läuft bei uns. Miley Cyrus jetzt twerking ein. Oh Gott, jetzt kann man sich nicht mehr konzentrieren. Schnell der Gerät einsetzen, bevor das hier was ganz Falsches endet. Auf geht's. Jawohl! Miley Cyrus wird schweißfrei geschnitten. Miley Cyrus wurde besiegt. Die Welt ist dir dankbar. Jawohl. So sieht's aus. Gerne habe ich das gemacht. Dönermann erreicht Level 6. Ja, Erfolg für uns. Eschgesicht besiegt Rocco. Ich hoffe mal, er zieht es aber mal sofort ab. Ich weiß genau, hier geht es nicht um Pokémon. Hier geht es nur um Misty. Du bekommst sie nicht. Du Eschgesicht. Krasse Rhymes hat der Typ am Start. Auf jeden Fall ist jetzt weg. Und wir haben stattdessen ein Pikachu bekommen. Läuft das jetzt etwa hinter mir her? Irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so Bock. Ich dachte, das packe ich mir jetzt irgendwie einen Pokéball rein oder so. Ich meine, wir sind nicht in der gelben Edition. Wieso muss der mir jetzt hinterherlaufen? Können wir nicht irgendwie einpacken oder so? Vielleicht werden wir mit dem interagieren. Mal schauen. Ist das möglich? Ah, was ist denn jetzt los? Okay. What the fuck? Was passiert jetzt? Hä? Warum denn? Okay. Der mag, wir mögen den nicht, der mag uns nicht, ist ja okay, wir gehen selber nach Oralia City, jetzt hält uns auf jeden Fall nichts mehr auf. Ab durchs hohe Gras, mal schauen. What the fuck? Du bist in Hundescheiße getreten, geh zurück zu deiner Mama und lass sie die Schuhe putzen? What the fuck, Junge?
Jo, wir hoffen, euch hat's gefallen. Hier geht's zu unserem fantastischen Let's Player. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Checkt seinen Kanal oder ihr seht euch den Pokémon-Song an. Sollen wir noch eine Folge machen? Schreibt's in die Kommentare! Bis nächsten Freitag, die Tag. Ciao! Ciao. Wenn die Pizza weg ist, höre ich auch auf zu reden. Tschüss!